Das ist ja Waffe, die Hammer hat immer auf die Sicht gemacht. Ja? Mal dazu, so ein bisschen zu filmen und mal eine kurze Ansage zu machen. Also herzlich willkommen in Thessaloniki. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist schon lange her, dass ich wieder ein Video online gestellt habe. Jetzt folgt erstmal ein Reiseblog über Griechenland nach Chalkidiki. Die drei Finger von Griechenland. Da werden wir so ein bisschen mit dem Mietwagen abfahren. Und ja, apropos Mietwagen, jetzt suchen wir hier erstmal unseren Vermieter des Mietwagens. Den Anbieter, wie auch immer. Ja, ist gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten. Nach so ein bisschen Hickhack. Haben wir dann gesehen, dass da jemand von der Autovermietung auf uns gewartet hat, den wir natürlich überhaupt nicht gesehen haben, die uns dann hier zu dieser Tankstelle gefahren haben, wo dann diese Übergabestelle ist, wo wir jetzt hier unseren Mietwagen kriegen, den Hyundai i10. Sieht nicht schlecht aus, das Ding ist relativ neues Baujahr, bestimmt 2016, 2017, also doch nicht ziemlich neu, sieht gut aus. Also, wir freuen uns auf die nächsten Tage. Jetzt machen wir erstmal hier Fahrzeugübergabe und die restlichen Papiere. Man muss sich auch gut aussehen, mein Auto fahren. So, wir sind jetzt am Weg von Thessaloniki nach Kassandra. Ja, weil wir jetzt den Mietwagen haben wir jetzt an der Tanke quasi übernommen und kleine Sicherheitseinweisung, Papiere fertig gemacht. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum ersten Finger oder nach Kassandra, auf den Kassandra-Finger da, den ersten Finger, keine Ahnung, zum Hotel. Wir haben es geschafft. Jetzt sind wir bei uns hier an der Hotelanlage und auf dem Weg zur Rezeption zum Einchecken. Jetzt erster Eindruck, es sieht super aus. Ja, da sind wir. Jetzt schauen wir uns erstmal das Zimmer an und dann sehen wir weiter. Gehen wir die Klamotten rein. Jetzt kommt der Ausblick. Wow, ist das nicht mal herrlich. Boah, herrlich, so wunderbar. Jetzt sind wir hier am Hotel angekommen. Deswegen will ich die Linse sauber machen. Da ist Dreck drauf. Eingecheckt haben wir, jetzt gehen wir noch kurz was essen, schauen wir mal, ob wir da noch was kriegen und den restlichen Abend werden wir jetzt erstmal hier entspannen und die Anlage noch ein bisschen erkunden.